So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge The Witcher 3. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön für eure Unterstützung. Danke, dass ihr immer noch am Start seid, vor allen Dingen. Freut mich sehr, dass das so gut bei euch ankommt, gerade auf diesem kleinen Kanal. Viele haben sich auf jeden Fall jetzt durch Witcher nochmal angeschlossen und ja, viele von euch unterstützen es immer noch sehr, sehr kräftig. Danke dafür! Wir haben ja auch noch einiges vor uns. Ich habe das schon in den Kommentaren beantwortet. Wir werden auf jeden Fall auch die DLCs spielen. Ja, auf jeden Fall werden wir das machen. Wie gesagt, es wird alles seine Zeit dauern, aber ich hoffe, ihr habt auch Zeit mitgebracht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, jetzt hier die Feiertage und so. Oh, shit! Das ist natürlich jetzt doof. Das war natürlich... Jetzt muss ich den töten, ey. Wie gesagt, jetzt erstmal die Feiertage. Aber, ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen. Aber so, die Folgen sind ja 50 Minuten teilweise lang. Das ist schon in Ordnung, ey. Oh Gott. Kann ich den looten eigentlich, ey? Oh, scheiße, ey. Also richtig gekämpft haben wir auch schon länger nicht mehr, ey. So einen richtigen Fight. Deswegen können wir das mal hier eben machen. Und die Leute kaputt schlagen. So, droppen die nix? Was? Die droppen nix oder was? Das ist ja frech. Also habe ich die komplett umsonst umgemacht, oder was? Ich bin sogar den falschen Weg gegangen hier hoch. Oh Gott, es läuft alles schief. Ach ja. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, denn... Okay, hier vorne sind wir doch schon... bin ich doof? Hier rein. Ah ja, stimmt, hier rein. Ins Badehaus. Aufmachen. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Geralt von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Ich sag ja immer wieder, die Blicke von Geralt, so nice, so, die sagen so viel aus teilweise. Sigi Räuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Geht's um deine Ausrüstung passiert nichts. Ja. Na gut. Wer will mich doch nur nackelig sehen? Wer will mich doch nur nackelig sehen? Verstehe ich. Wunderbar. Sigi Räuven wartet nebenan. Happen der Eunuch. Ach ja. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Räuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer. Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Räuven, oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst!
Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ja, erste Klopperei mit blankem Schniedel. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Schlägereien im Badehaus, die können auch schon ganz schön krass sein. Zieht euch Red Heat rein mit Arnold Schwarzenegger. Auch nicht schlecht. Also, da denkst du ja nicht unbedingt, dass die absolut peinlich rüberkommen oder sowas. Das ist schon, ja. Und jetzt halt hier mit Geralt, ne? So, warte mal, looten muss auch sein. Jetzt alle gemeinsam! Jetzt alle gemeinsam! Das sagt eigentlich nur, dass es, ja. Ich meine, der Name ist Programm bei den Leuten, wa? Genau solche Leute sind es aber auch. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Er würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen. Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Wie geht's denn? Reuven. Jahrelang verschwunden, nur um hier in Novigrad wieder aufzutauchen? Oh, ich war hier und da. Hab übrigens einige Zeit in Serikanien verbracht. Was hast du in der Wüste gesucht? Die Einheit mit der Natur. Wirklich ein magischer Ort. Aber ich habe die Zivilisation vermisst und da bin ich wieder. Will in Novigrad Wurzeln schlagen und ein respektierter Bürger werden. Wer weiß, vielleicht auch irgendwann Stadtrat. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Junior kann sich gut verstecken. Er besitzt Bauernschleue. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid.
Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolfen. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visimir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hereich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja,
Außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Saiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfaulen. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Folge mir. Okay, gut. Das ist aber nicht die Mission, die wir jetzt gerade haben, ne? Das ist halt auch so das Geile, dass du von einer Sache in die nächste gerätst. So. Was ist denn das jetzt hier? Das muss doch eigentlich eine Nebenmission sein. Sprich mit Hacker. Verteidiger des Glaubens. Nö. Hä? Hol dir die Werkzeuge. Achso, ja, das ist was anderes. Sprich mit dem Aufseher. Ah, komm. Ich folge dem einmal so jetzt. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was will... Kann ich nicht irgendwie die Mission annehmen jetzt? Stehst du... Oh, sorry. Nein, das wolltest du gar nicht. Okay. Ich muss... Hab auch noch was zu tun. Hey! Ich folge dem jetzt einfach. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Kommen wir jetzt nicht sogar gleich zu dem Steintroll? Doch, da ist er doch! Juhu, geil, ey, geil! Hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, machen Sie die Familie tschatsch! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern.
Bart, aua! Bart nicht denken! Bart nicht denken! Bart nicht traurig! Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart sehen Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mitnehmen. Sigi gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floren, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzensatsch. Alles weg. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so.
Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, Futsch. Böser Troll. Na na, Kopf hoch. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popspuren eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was? Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken, wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Okay, super. Endlich können wir wieder ein bisschen zocken. Und natürlich sehr viel geredet. Und da haben wir doch Bart. Bart hieß er. Ach Gott, ey. Ich fand ihn so geil. Ich fand den und finde den so geil, ey. So, wir müssen erstmal schauen jetzt. So, warte mal. Alchemie, Pops. Pops-Spuren. War das? Wo ist denn das? Großes blaues Mutagen. Könnte ich eigentlich auch mal versuchen, eins herzustellen? Warte mal, was habe ich eigentlich beim Charakter? Was sind das eigentlich für Dinge? Kleines Mutagen. Gut, so, warte mal. Jetzt, man kommt wirklich von einer Sache in die nächste. Das ist aber auch das Geile, ey. Man kommt von einer geilen Sache in die nächste. Das werden wir natürlich auch machen. Das ist jetzt auch zwar Nebenkram, sag ich mal, aber da habe ich Bock drauf jetzt. Also machen wir das auch. Wo ist denn die Scheiße jetzt? Hä? Wo ist denn das? Müsste das nicht bei Alchemie sein oder habe ich es übersehen jetzt? Bei P müsste es doch sein, oder? Öle? Gut, Öle wird es nicht sein, aber... bin ich blind, ey? Hä? Hab ich jetzt übersehen oder was? Oder bin ich einfach nur... Hilfe? Ja. Irgendwie hab ich's übersehen, keine Ahnung. Hä? Bin ich doof? Na gut, aber er hat mir ja was gegeben, oder nicht? Tränke? Ach komm, weißt du was? Scheiß auf. Keine Ahnung, wo das ist. Es müsste doch eigentlich bei Alchemie sein, oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Hey, Bart. Hast du kurz Zeit? Zeit? Bart, keine. Wie soll man das Nein, mit Bart machen, ich will eigentlich? Ein Gespräch. Gespräch hat. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen? Reden mit mir. Wie sollen wir das mit Bart machen? Sollen wir da warten, bis er zu Ende geredet hat jedes Mal? Das kann dauern. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen.
Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja. Bart hören. Wie zisch, zisch. Was für ein Zischen war das? So wie eine Schlange? Nein, Zischen anders. Nicht wie Tier. Gut, wie war es dann? Wie Felsen. Ein zischender Fels? Mhm. Das Zischen, woher kam es denn? Bart hören zischen. In Borta. Was? Da, wo Bart hinmachen. Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Bartzeit. Zatsch, weg. Bart jetzt nichts bewachen. Warum magst du Siggi so sehr? Siggi gut. Siggi sich kümmern um Bart. Er hat dich eingesperrt, allein, unter der Erde. Ist es nicht langweilig hier? Gibt ja nicht viel zu tun. Wenn Bart nicht viel tun, Bart denken. Viel. Worüber denn, wenn ich fragen darf? Felsen. Felsen? Felsen interessant. Gut. Danke für deine... Oh, ist der geil. Ist der geil. So. Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Das Rohrgitter. Es wurde aus der Wand gerissen. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ein mächtiger Badabum. Also. Das Atmen fällt mir immer schwerer. Okay, hallo, was tut ihr den Scheiß nochmal bitte? Verdammt, keine Luft. Muss hier raus, solange es noch geht. Na, ich kann hier nicht ohne das Zeug drinnen sein. Trinke das Sporen-Gegengift. Wo hab ich's denn? Hab ich's jetzt übersehen oder hab ich's schon vielleicht sogar ausgerüstet? Das kann doch nicht. Hab ich's schon ausgerüstet? Ah, ich hab's schon ausgerüstet! Oh mein Gott. Sagt es doch mal jemand da. Da steht's auch links unten, Mensch. Warum sagt es denn keiner? Mann, also wirklich, muss man denn hier alles allein machen? Was? Und ich hab gedacht, Hexertränke wären widerlich. Was sonst? So, schnell looten. Was willst du denn von mir? Warum schickt er mich da hin? Hab ich irgendwas übersehen? Ich hab das doch schon. Den Text wollen wir jetzt nicht zum dritten Mal, ne? Hier vielleicht noch was. Nee. Eigentlich ja nicht. Jetzt. Ah, ist aber so breit bist du jetzt auch nicht gebaut. Da kann er schon durchlaufen. Aha. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Da ist ein weiteres Schmuckstück. Ja, damit. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Oh, ist hier ein roter Punkt auf dem Radar? Da ist doch nichts. Warum will er mich die ganze Zeit zurückschicken? Da war doch gar nichts mehr zu untersuchen. Wir sind doch schon auf dem Schnickschnack. Mensch, Geralt, zieh doch dein Schwert. Was ist denn hier los, Mann?
sterben. Ja. Wenn ich... Sag mal. Was fällt dem ein eigentlich? Okay, so. Schön die Sachen mitnehmen. Hier hat auch noch was gedroppt. Alles schön einpacken, Freunde. Das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl klar. Okay. Hm. Der Boden eines Behälters. Wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Karamell. Kein Fan von Karamell. Mögt ihr Karamell? Ich mag es nicht. Was haben wir hier Schönes? Abgeschlossen. Was soll das denn? Hat er jetzt mal die Suche aktualisiert? Nein, immer noch nicht. Warum schickt er mich immer wieder dahin? Ganz komisch. Wir gehen aber hier weiter. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal zurückgehen soll, weil... der zeigt mir das ja nicht richtig an. Irgendwas habe ich da übersehen wohl. Gehen wir nochmal ganz schnell zurück. Hä? Wo ist denn der jetzt hergespawnt? Du Sau, du, ey. Warum schickt er mich jetzt zurück? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe doch da alles untersucht, ey. Irgendwas muss ich übersehen haben, anscheinend. Ich habe doch nicht alles untersucht. Aber ich habe nichts mehr an rotes Zeug, an rotem Zeug gesehen. Ich sehe ja nichts mehr hier. Aber auch hier, der Typ, warum wird hier... Ist das verbuggt gerade? Weil, guck mal, hier auch ein Gegner angezeigt wird. Kann das sein vielleicht? Ich weiß nicht. Hier ist nichts. Ach, hier, das habe ich auch mal gesehen. Okay. Da passt nicht viel durch. Okay, das habe ich krass übersehen. War das... Okay, einfach vorbeigelatscht. Hä, das war das vorhin wirklich schon so? Jetzt mal ernsthaft, hab ich das. Der Rand ist nach außen gebogen. Ohne Pause wahrscheinlich. Oder eine Brille. Und die Wand auch. Hm. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Da brauche ich wohl eine Brille. Wenn es so deutlich zu sehen war, dann ja. Okay. Das ist schon krass. So. Achso, warte mal, ich kann ja jetzt kurz mal die Leute hier looten. Obwohl wir auch langsam mal wieder zum Händler müssen. Ja, genau, ich hab's gerade noch gesagt. Gerade noch gesagt. Jetzt ist wirklich langsam... Obwohl, warte mal, habe ich vielleicht irgendwas Geileres gefunden? Nee. Nein. Nein. Nein, das sowieso nicht. Auch nicht. Auch nicht. Einfach nur Scheiße.
So. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet... Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay. Oh, guck mal, noch ein Level up. So, warte mal, checken wir direkt mal ab. Haben wir auch einen weiteren Platz? Nein, haben wir nicht. Aber dann können wir kurz mal starken Schlag mal aufwerten. So. Nichts Interessantes. Nee, nichts Interessantes. Ja. Von wo kann ich das jetzt untersuchen? Ah, hier. Okay. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Komm mal her, Junge. Komm her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp! Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt.
Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in einem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reuven, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Jungen. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Und trotzdem am Ende nochmal, nun geh schon. Gut, gut, gut. Wie gesagt, man kommt hier von einer Sache in die nächste. Ne? Und du denkst dir, also deine Aufgabe von Anfang des Spiels ist eigentlich Ciri aufzufinden. Und du verbringst einfach mal, ja, je nachdem, wie lange du spielst halt, 30, 20, 40, 100 Stunden mit anderen Missionen, bis du sie dann findest, wa? Hey, das ist schon... fass mich bloß nicht an! Was ist denn mit dir los, Junge? Ich warne dich! Was ist denn hier los, Mensch? Ihr Schweine! So, wir müssen einmal ganz kurz, auf jeden Fall zu einem Händler. Ist halt jetzt nur die Frage, welcher? Bin ich kaputt? Ah ja, hier ist ein Schmied. Stimmt, das war ja hier diese Einkaufsstraße, sag ich mal. Willkommen, willkommen! Willkommen, zeig mir deine Waren! Zeig mal, was du... Muss auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen, ey. Nee. Das lohnt sich nicht. Für den ein bisschen mehr Schaden lohnt sich nicht. Weg damit. 4000 hat er an Cash. Sehr gut. Vor allem, warum geht er denn von Waffen auf Rüstung rüber? Wenn die Sachen nebeneinander sind, was soll denn das? Das ist ja blöde. Chance auf Taumeln. Chance auf Vergiften. Taumeln weg. Betäuben eigentlich auch weg. So viel brauche ich eigentlich nicht von dem Kram. Zeichen weg. Rüstungsdurchbohren. Egal. Weg mit dem ganzen Scheiß. Auch das, weg damit. Gib mir ja die Kohle her. So, was hat er denn Schönes? Erstmal Reparaturzeug immer auf Tasche haben, ist immer sehr gut. Edwins Greywolfs dritte Karte. Hinweis auf der Karte der Hexer-Ausrüstung. Her damit. Ist das jetzt hier? Zeig mal an, bitte. Ja, auch das. Her damit. Haben oder nicht haben. Ansonsten... Nee. Schuhe vielleicht? Schuhe könnte man sich überlegen. So teuer sind sie eigentlich auch nicht. 200. Ich glaube, die gönne ich mir sogar. Komm, die gönne ich mir einfach. Warum nicht? Jetzt so viel Kohle. Assassinenhandschuhe. Obwohl, ich könnte mir... Ah, Mist. Ich glaube, ich habe sogar die Rezepte. Hätte man das auch alles herstellen können. So. Okay. Wärst du imstande, eine Rüstung in Meisterqualität herzustellen? Na, die Gesellenprüfung habe ich zwar bestanden, aber eine Meisterrüstung habe ich noch nie gemacht. Vielleicht könntest du es in Velen versuchen. Dort lebt ein Zwerg. Fergus heißt er. Die Leute in der Zunft sagen, dass er der beste Rüstungsschmied südlich vom Ponta ist. Ja, den kennen wir schon. Bis dann. Da können wir das Zeug aber erst auch später machen. Das ist ja auch immer noch zu hohes Level für uns. So.
Ach, diese lilanen Handschuhe. Ach du Scheiße, ja. Das waren ja die, ey. Die sehen auch nicht so geil aus. Ehrlich gesagt, das ist, sieht auch eher aus wie, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, so passt es eigentlich. Bis dann. Bis dann. Gut, okay, Freunde, wir sind schon, auf jeden Fall schon wieder gut am Start hier für die Folge. Ich würde sagen, wir machen hier auch erstmal Schluss. Und beim nächsten Mal gerne weiter. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wie gesagt, wir machen auf jeden Fall das hier weiter. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ach, guck mal, das ist sogar Hauptquest. Ach, krass. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre eine Nebenmission. Okay, gut. Alles klar. So täuscht man sich, ja. Aber das hatten wir ja schon mit dem blutigen Baron, dass man sich da schnell täuscht. Aber egal, ich hatte Bock drauf, wir machen das. Und da hast du Hauptquest gehört sowieso. Aber das hier mit Dinges ist mit Hacker. Das ist optional. Ja. Krass, ey. Guck mal, wie viel. Warte mal. Abgeschlossen. Das sind die Missionen, die ich gemacht habe. Und trotzdem bin ich jetzt schon Level 13. Und es sind relativ wenige Nebenmissionen verhältnismäßig dabei, wenn ich mir vor allem mein altes Let's Play mal reinziehe, also wie wir damals gespielt haben, habe ich jedes Fragezeichen genommen, gefühlt so mäßig, auf jeden Fall. Schon krass. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich verquatsche mich schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal, gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal natürlich am Start sein. Haut rein und tschüss.